Der Subaru Levorg zählt auf deutschen Straßen zu den Exoten. Wir testen ihn diesmal als Kombiversion. Wenn man hierzulande an Subaru denkt, dann fallen einem meistens zwei Sachen gleich ein. Das eine ist der BRX STI, also das legendäre Rallye-Fahrzeug, das dann noch später auf die Straße gekommen ist und da den ein oder anderen Freund gefunden hat. Und dann natürlich Allradantrieb. Subaru hat immer Allradantrieb und das gilt auch hier für den Levorg. Das Gute ist, bei widrigen Wetterverhältnissen auf der Straße, wie sie Herbst und Winter hierzulande gerne mitbringen, hat man mit dem Allradantrieb einen entscheidenden Vorteil, wenn zum Beispiel Laub auf der Straße liegt. Von außen begeistert der Levorg mit vielen sportlichen Details. Durch seine große Lufthutze auf der Motorhaube erinnert der Kombi eher an einen Sportwagen als an ein Familienauto. Mit seinen knapp 4,70 Meter Länge bietet er viel Platz, um Sachen zu transportieren. Der Kofferraum fasst mindestens 522 Liter und bietet auch viele kleine Ablageflächen, um Sachen zu verstauen, die dann nicht durch den Kofferraum fliegen sollen während der Fahrt. So zum Beispiel hier an der Seite oder eben hier unten drunter in einem Fach. Wem das nicht reicht und der große Gegenstände transportieren möchte, der kann hier einfach, wie sich das gehört, per Knopfdruck die Rücksitze umlegen und dann ist man bei über 1400 Litern. Der Levorg bietet aber nicht nur viel Platz im Kofferraum, sondern auch auf der Rücksitzbank. Ja, hier hinten sitzt man auch sehr angenehm, genauso wie vorne. Man hat auch sehr viel Platz, allein dadurch, dass die Sitze hier so eingewölbt sind. Also man sieht schon, hier ist viel Platz. Kopffreiheit ist auch gegeben. Und ein Feature, das ich besonders wichtig finde, ist die verstellbare Rücksitzlehne. Die kann man sich gerade hinsetzen oder eben auch entspannt zurücklehnen und das findet man leider in diesem Segment nicht so häufig. Eisblaue Leuchtringe um die Instrumente sowie ein 7 Zoll Touchscreen mit integriertem Navigationssystem und ebenfalls blau gestalteter Grafik unterstreichen unaufdringlich den sportlichen Charakter. Die Qual der Wahl hat man beim Subaru Levorg bei den Motoren freilich nicht, denn es gibt nur einen einzigen, ein 1,6 Liter Benziner mit 125 kW respektive 170 PS. Das ist ausreichend unter 9 Sekunden von 0 auf 100, allerdings nur 210 Höchstgeschwindigkeit und damit ist man auf der Autobahn nicht unbedingt der Schnellste. Wir testen den Levorg mit der höchsten der drei Ausstattungslinien, bei der zum Beispiel die Ledersitze schon dazugehören. Damit kommt unser Testwagen auf einen Preis von 37.200 Euro in Deutschland. Die Basisversion des extravaganten Japaners startet aber schon bei 29.990 Euro. Für knapp 30.000 Euro bekommt man ein gut ausgestattetes und auch noch komfortables Fahrzeug, das zusätzlich auch noch Allradantrieb bietet. Damit ist er in meinen Augen eine echte Alternative zu anderen Kombis in dem Segment, zum Beispiel VW Passat oder Audi A4. Einziges Manko, der etwas durstige Motor.